Ich bin Elli und ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu meinen Tipps und Tricks für den Outdoor-Bereich. Und heute knüpfen wir uns den Schlafsack vor. Hier unterscheidet man erstmal grob zwischen einem Sommer-, Winter- oder Expeditionsschlafsack. Günstige Sommerschlafsäcke gibt es mittlerweile schon ab 50 Euro. Winter- und Expeditionsschlafsäcke können aber gut das 10- oder 20-fache kosten. Gehen wir doch erstmal die Arten der Schlafsäcke durch. Fangen wir mit dem Mumienschlafsack an. Dieser hat eine sehr gute Wärmeisolation, da er einen körpernahen Schnitt hat. Und durch diesen effizienten Schnitt hat er auch meistens ein geringeres Gewicht und Packmaß. Nachteil: man hat wenig Bewegungsfreiheit. Dieser Schlafsack ist empfehlenswert bei kälteren Temperaturen oder wenn Packmaß und Gewicht eine Rolle spielt. Dann gibt es noch einen eiförmigen Schlafsack. Vorteil: der bringt mehr Schlafkomfort mit, denn man hat viel Bewegungsfreiheit. Nachteil: er ist größer, er ist schwerer und hat eine geringere Isolation. Der ist eher empfehlenswert bei mittleren Temperaturen und für bewegungsfreudige Schläfer. Es gibt auch einen Deckenschlafsack. Auch bei ihm hat man viel Bewegungsfreiheit. Nachteil: auch er ist größer, schwerer und hat weniger Isolation. Der ist eher für wärmere Temperaturen und auch für Seitenschläfer oder Menschen, die sich viel bewegen im Schlaf, geeignet. Dann gibt es noch einen Quilt. Ein Quilt ist ein Schlafsack, dem ein Teil seiner Füllung fehlt. Ein Quilt wird daher meistens in Kombination mit einer Isomatte verwendet, denn da wird er dann rumgespannt. Daher sollte die Isomatte einen hohen Isolationswert vorweisen. Vorteil eines Quilts ist, der ist sehr leicht und hat nicht so ein großes Packmaß. Meistens hat man auch mehr Bewegungsfreiheit, aber man hat nun mal weniger Wärmeisolation. Einen großen Unterschied bei Schlafsäcken macht allerdings das Material. Es gibt Daunenschlafsäcke, die mit Flaumfedern von Enten und oder Gänsen gefüllt sind. Diese haben eine sehr gute Wärmeisolation, sind sehr leicht, haben ein kleineres Packmaß, eine lange Lebensdauer und bieten einen hohen Schlafkomfort. Nachteil: man muss ganz schön viel Geld dafür hinlegen und sie sind empfindlich gegen Nässe und Feuchtigkeit. Und das Problem ist, dann wärmen sie nicht mehr. Es gibt auch noch Kunstfaserschlafsäcke, die eine synthetische Isolationsschicht haben, die aus feinsten, hohlen Polyesterfasern besteht. Dadurch trocknen sie schnell, sind robust, auch pflegeleicht und sie wärmen sogar im feuchten Zustand. Nachteil ist aber, sie haben ein größeres Gewicht und Packmaß und eine geringere Lebensdauer. Das auffälligste und greifbarste Qualitätsmerkmal eines Schlafsacks ist die Bauschkraft. Sie gibt an, wie schnell ein Schlafsack, nachdem er komprimiert wurde, wieder seine ursprüngliche Form einnimmt. Beim Daunenschlafsack kommt es da vor allem auf die Qualität, der Zusammensetzung und auch der Menge der Daunen an. Bei Kunstfaserschlafsäcken wird die natürliche Bauschkraft von Daunen imitiert. Also je mehr Daune, desto wärmer und bauschiger ist dein Schlafsack. Und diese Daunenbauschkraft wird in Kuin gemessen. Gute Schlafsäcke sollten 600 Kuin überschreiten. Ab 800 Kuin ist dein Schlafsack dann schon ein High-End-Produkt. Ein weiterer wichtiger Unterschied bei Schlafsäcken ist die Kammerkonstruktion. Diese verhindert nämlich das Verrutschen der Füllung und damit auch die Kältebrücke. Es gibt die H-Kammer, eine gängige Konstruktion bei Daunenschlafsäcken. Diese bietet viel Platz zum Aufbauschen der Daunen. Dann gibt es noch die V-Kammer. Diese hat eine richtig gute Isolation und Kältebrücken sind so gut wie gar nicht vorhanden. Daher ist ein Schlafsack mit V-Kammer sehr gut für den Winter geeignet. Und dann gibt es noch die Schindeln. Das ist eine gängige Konstruktion bei Kunstfaserschlafsäcken. Hier kommt es zu einer gleichmäßigen Verteilung der Kunstfaserfüllung und auch hier ist das Verrutschen des Materials fast unmöglich. Aber auch die Verarbeitungsdetails machen einen Unterschied, wie qualitativ der Schlafsack ist und auch wie gut er wärmt. Punkt 1: wenig Nähte, gedämmte Reißverschlussabdeckung, ein flauschiger Wärmekragen direkt am Nacken und eine körpernah geschnittene Kapuze verhindern Kältebrücken. Aber auch für ein einfacheres Handling gibt es bestimmte Details an Schlafsäcken. Zum Beispiel ein Klemmschutzband am Reißverschluss. Es gibt Zurbänder, womit man zum Beispiel die Kapuze so eng schnüren kann, dass nur noch das Gesicht rausguckt. Man kann den Reißverschluss links oder rechts haben. Es gibt aber auch einen mittigen Reißverschluss und sogar Reißverschlüsse, die es ermöglichen, Schlafsäcke miteinander zu verbinden. Also falls man kuscheln möchte. Ein weiterer großer Unterschied ist natürlich die Temperatur. Und die werden wie folgt gekennzeichnet. Unter T-Komf versteht man die Komforttemperatur. Also schlafen ohne zu frieren. T-Lim
steht für die Grenztemperatur, also gerade noch nicht frieren. TX steht für die Extremtemperatur, also ein erhöhtes Risiko der Unterkühlung. T-Conf und X-Werte werden immer für eine Standardfrau errechnet. Und diese Standardfrau ist 25 Jahre alt, hat 60 Kilo und ist 1,6 Meter groß. T-Lim-Werte werden allerdings immer für einen Standardmann errechnet. Dieser ist auch 25 Jahre alt, hat 70 Kilo und ist 1,73 Meter groß. Und beim Schlafsackkauf sollte man sich ein bisschen an den Komfortwert orientieren, also T-Conf. Wenn du aber jemand bist, der schnell friert, dann solltest du bei den Komforttemperaturen einfach nochmal 5 Grad draufrechnen. Weil frieren möchte man nicht und es ist auch kein erholsamer Schlaf. Lieber ist einem dann zu warm, dann kann man einen Reißverschluss aufmachen oder den ganzen Schlafsack dann einfach nur als Decke nutzen. Was kann man aber noch gegen Frieren machen? Natürlich sollte man auf die Isolation des Schlafsacks und der Isomatte achten, aber man kann auch lange Unterwäsche tragen, zum Beispiel aus Merino-Wolle. Und zusätzlich kann man ein Schlafsack-Inlet verwenden. Es gibt Inlets aus Baumwolle, aus Seide oder auch aus Merino-Wolle. Baumwolle ist relativ schwer, nimmt aber Körperschweiß gut auf. Seide ist eher für wärmere Temperaturen geeignet, hat auch eher eine kühlende Funktion. Ich persönlich finde aber Merino-Wolle am besten. Die darf zwar nicht nass werden, weil dann wärmt sie auch nicht mehr, aber sie hält einen sehr warm. Sie ist nicht ganz so schwer wie Baumwolle. Und was ich besonders gut finde, sie neutralisiert Gerüche. Das Inlet ist aber nicht nur gut, um uns zusätzlich eine weitere Kältebrücke zu geben, sondern es hält auch Schmutz und Schweiß vom Schlafsack fern. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wie ist denn die richtige Pflege? Wichtig ist, jede Wäsche reduziert beim Schlafsack die Wärmeleistung. Daher nur so selten wie möglich und so häufig wie nötig waschen. Dafür gibt es auch eine Faustregel. Ohne Inlet sollte man den Schlafsack nach 60 Nächten waschen, mit Inlet erst nach 120 Nächten. So, aber wie wäscht man den denn jetzt richtig? Unbedingt die Hinweise des Herstellers beachten. In jedem Schlafsack ist wie bei den Klamotten ein kleiner Zettel drin oder auf dem Packsack steht genau drauf, was man darf und was nicht. Schlafsäcke dürfen in die Waschmaschine. Allerdings sollte man da eher das Handwaschprogramm auswählen. Für Daunen sowie Kunstfaserschlafsäcke gibt es ein extra Waschmittel und man sollte den Schlafsack unbedingt alleine waschen. Und ganz wichtig, niedrige Schleuderumdrehung. Möchtest du den Schlafsack allerdings lieber mit der Hand waschen, dann weiche den für eine Stunde in warmem Wasser ein, drücke dabei die Luft raus, aber nicht wringen. Und da gilt auch, sorgfältig ausspülen. Und jetzt müssen wir den trocknen. Daunenschlafsäcke können im nassen Zustand echt schwer sein. Daher sollte man den am besten mit einem Wäschekorb transportieren. Ja, und dann kann man den Schlafsack ganz einfach ausgebreitet auf dem Wäscheständer legen und dort für einige Stunden trocknen lassen. So kann er komplett trocknen. Du kannst ihn aber auch nach einigen Stunden in den Trockner legen. Pack da aber am besten 3 saubere Tennisbälle mit rein und nur bei 40 Grad. Man kann seinen Schlafsack aber auch professionell reinigen lassen. Es gibt viele Outdoor-Läden, die das anbieten. Ein weiterer Tipp von mir ist die richtige Lagerung. Ein Schlafsack braucht nämlich Platz. Deswegen niemals den Schlafsack im Packsack lagern. Denn die Bauschkraft muss sich entfalten, weil sie sonst nicht erhalten bleibt. Deshalb merke dir, dein Schlafsack kommt nur in seinen Kompressionssack, wenn du unterwegs bist. Man kann den Schlafsack in einen großen Aufbewahrungsbeutel lagern oder auch auf einem Bügel. Da sollte man allerdings darauf achten, dass er nicht ständig auf derselben Fläche liegt, denn auch dort kann dann etwas kaputt gehen. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich habe bisher nur einen Kunstfaserschlafsack, weil ich eher bei mittleren und wärmeren Temperaturen unterwegs bin. Er ist auch ein bisschen eiförmiger, aber trotzdem noch ein Mumienschlafsack. In diesem Video habe ich euch meine komplette Ausrüstung vorgestellt. Da seht ihr auch meinen Schlafsack. Ich hoffe, ich habe euch mit den Tipps und Tricks für Schlafsäcken ein bisschen geholfen oder euch auch was Neues erzählt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da oder schreibt mir was in die Kommentare. Und es würde mich riesig freuen, euch auch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, eine gute Reise!